und mit der Elbphilharmonie eine neue Sehenswürdigkeit von Weltrang. Anders in der Nachkriegszeit, da war Hamburg für viele in Deutschland gleichbedeutend mit Hafen, St. Pauli und Reeperbahn. Und deshalb dreht sich heute auch unser Streifzug durch die Fernseharchive hauptsächlich um diese Themen. Wir beginnen mit einer Reportage über St. Pauli aus dem Jahr 1969. Einer der beiden Autoren ist der damals bereits sehr bekannte Thilo Koch. Es geht um Prostitution, den Starclub und heroinsüchtige Jugendliche. Das Ganze in Schwarz-Weiß und sehr nah dran. Sind registriert. Mit 4000 wird die Dunkelziffer angegeben. Hier auf dem Autostrich in St. Pauli liegen die Preise bei 20 bis 30 Mark pro Liebesdienst. Extras kommen hinzu. Die Mädchen sind 18, 19, 20 oder jünger oder älter. Naja. Was sind wir da nach unten da? Petersdorf. Da ist allerhand neu, ne? Habe ich auch schon festgestellt. Neue Mädchen. Die Kühlen sind schon an, da braucht man nur vorbeigehen, dann schickt ihr neue. Ein Jahr bin ich in ein Heim gekommen, weil meine Eltern sich scheiden lassen haben. Ja, da habe ich meine ganze Jugend verbracht. Mit 17 Jahren bin ich mal weggelaufen und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Mein Mann hat mich dann mit nach Haus genommen. Bei dem habe ich ein Jahr so gewohnt, ohne dass jemand wusste, dass ich bei ihm bin. Und dann sind wir später zu meinem Vormund. Mein Mann hat dann eben alles erklärt und der hat dann später auch die Einwilligung zur Heirat gegeben. Wie alt waren Sie da? 18. Und wie alt war Ihr Mann? 42. So. Wir haben geheiratet und dann kamen auch bald zwei Kinder. Und nach anderthalb Jahren ging es gar nicht mehr. Ich wollte wieder frei sein. Ich konnte mich eben nicht anpassen. Dann bin ich von meinem Mann weggelaufen, habe alles stehen und liegen lassen, meine Kinder allein gelassen und habe mich an eine Freundin gewandt, die hier auf St. Pauli schon war, die ich früher vom Heim kannte. Da habe ich eine Zeit gewohnt, bis ich dann hierher kam und eben für mich alleine war. Und hier bin ich jetzt seit 8 Monaten. Und wie viel verdienen Sie so in der Woche? Im Durchschnitt 1000 Mark. Wie viel bekommen Sie von jedem Mann? 100 Mark. Sind Sie ganz allein? Nein, ich habe einen Freund, zu dem ich auch öfters hinfahre in Süddeutschland. Da verbringe ich dann Wochenende oder mal eine Woche. Und dann komme ich eben wieder zurück. Und weiß der Mann, wie Sie Ihr Geld verdienen? Ja, das weiß er. Und wie lange wollen Sie das denn noch machen? Ich will das noch ein Jahr machen. Dann geht er zurück in die Staaten und ich möchte dann gerne mit. Und ich mache das eben deswegen. Er selbst hat gar nichts. Und wenn wir eben rübergehen, wollen wir einen Anfang haben. Und da braucht man eben Geld zu. Von 100 Mark lege ich 50 Mark zurück. Und das andere habe ich ebenso für mich. Trinken Sie oder nehmen Sie auch Rauschgift? Ja, ich nehme Rauschgift. Warum? Ich komme besser mit meinen Gästen in Kontakt, ich kann besser reden. Und es ist auch alles ein bisschen leichter. Ich meine, das ist nicht so einfach, da mit jedem Gast nur zu verhandeln. Und ich kann das eben besser, wenn ich was geraucht habe. Das ist schon manchmal eine Überwindung dabei. Vor allem habe ich die Einstellung, was hier so raufkommt, das nehme ich auch alles mit. Für mich ist das eben Geld. Es ist eben Geld. Das Geld regiert St. Pauli. Die einen wollen es haben,
Die anderen werden es los. Man rechnet mit etwa 10.000 männlichen Kunden pro Nacht. Das ergibt einen Umsatz von rund 300.000 Mark täglich oder 100 Millionen im Jahr, allein für die käufliche Liebe. Es kommt der Umsatz für Getränke, Restaurantbetrieb und so weiter hinzu. Auch die Grundstücksspekulation und das verschachtelte Pacht- und Leihsystem für die lokale Bordelle, Stundenhotels sind ein zusätzliches Millionengeschäft. Diese Mädchen tun es im Auto des Kunden. Man fährt beiseite und kehrt danach an seinen Stammplatz zurück. 10 Kunden pro Nacht sind der angestrebte Durchschnitt. Das macht mindestens 200 Mark oder etwa 5.000 Mark im Monat. Der größte Teil wandert in die Tasche des Zuhälters. Die Lebenshaltung der Prostituierten ist aufwendig. Darf ich mal Ihre Papiere sehen, ja? Ein Beamter des Jugendschutztrupps der Hamburger Polizei, in Zivil, spricht ein Mädchen an, von dem er vermutet, dass sie minderjährig ist. Achtung, alle Wagen. Eine Fahndung. Flüchtig nach Raubüberfall. Augenblick. Am 14. muss ich zum Gesundheitsamt, zum Hauptgesundheitsamt. Und da wird dann die Generalüberholung gemacht, weißt du? Schlimmer wie beim Typ. Prostitution ist nicht strafbar, auch bei Minderjährigen nicht. Der Jugendschutz kann nur heimentlaufene Minderjährige suchen und bei Verdacht der sexuellen Verwahrlosung einschreiten. Der Jugendschutztrupp versucht, sehr junge Mädchen davor zu bewahren, aus Leichtsinn, Unwissenheit oder einer momentanen Notlage heraus in die Hände von Zuhältern zu fallen. Dennoch zeigt die Statistik, das Durchschnittsalter der St. Pauli-Mädchen sinkt. Wie alt sind Sie denn? 20. Und Sie wohnen jetzt hier Elbe 1 auf Zimmer, oder wie? Oh, wieso? Ist das schlimm oder verboten? Ja, nun, ich meine, wenn man Eltern in Hamburg hat, dann ist das ja nicht unbedingt. Ja, wieso? Ich wohne schon seit langer Zeit nicht mehr zu Hause. Wie kommen Sie denn gerade auf Elbe 1 hier? Ja, wieso? Das ist doch nicht auch einer der vornehmsten Lokale hier in Hamburg. Das war's. Was hier los ist, wissen Sie doch nicht. Bitte? Oder haben Sie auch mal vor, den Beruf zu ergreifen? Hier unten am Autostrich? Nee, das nicht. Bitte? Das nicht. Aber ich glaube, Sie waren kurz davor, oder wie sehe ich das, wenn Sie sich schon hier vor der Tür aufhalten? Wieso, man darf davon noch mal rausgucken, oder nicht? Natürlich. Also. Ohne Frage. Warum sind Sie denn zurückgegangen, als wir kamen oder als wir hier anhielten? Ja, weil ich gesehen habe, dass Sie kamen. Ja, wieso, wenn Sie hier muss nur wohnen? Muss man ein schlechtes Gewissen haben. Ja, wenn Sie hier wieso, nur wohnen. Wieso, wer hat ein schlechtes Gewissen? Ja, ne. Den brauchen Sie ja keine Leute. Wenn Sie uns erkannt haben und dann reinlaufen. Sie waren schon mal im Heim, nicht? Oder nicht? Ja. Wie lange denn? Oder sind Sie noch da, normalerweise? Nein, ich bin entlassen worden. Ehrlich, Herr? Ja, ehrlich. Sie wohnen da ja gar nicht. Der Jugendschutztrupp kennt die meisten Professionellen. Ein neues Gesicht fällt auf. Dieses Mädchen wird genauer überprüft. Die Befragung hatte beiläufig schon auf dem Wege zur Wache begonnen. Bei der Aufnahme des Protokolls fällt alles Kesse von dem Mädchen ab. Die Beamten versuchen, ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Bald wirkt sie wie ein braves Kind vom Lande, hat in 3 Tagen 750 Mark verdient. Auch sie muss alles dem Zuhälter abliefern, der sie erpressen kann, weil er weiß, dass die Jugendbehörde sie sucht. Oh, oh, Kind. Das verdienen wir den ganzen Monat, ne? Hast auch die Kunden in mein Zimmer genommen, ne? Hast du da dem Alfred extra mal was bezahlen müssen? Oder hat der Kunde dem Alfred extra was bezahlen müssen? Das hat Alfred nicht interessiert, was du da hinten gemacht hast. Da hat nur Wolfgang gezählt, ne? Wie viele Kunden hast du da gekauft? Wo? Nee, sie ist gemeldet, hier. 10 bis 12 Kunden. Wie ihren Eltern? Nein, sie ist in Westerland. Absolut. Westerland gemeldet. Vor einer Woche ist sie dort und hat sich unerlaubt dort entfernt oder hat es unerlaubt entfernt, ne? Krach gegeben. Hat es Krach gegeben und dann bist du einfach abgehauen, ne? Also sie hat sich dort unerlaubt entfernt. Ne? Wo sie von der Sozialbehörde von Frau Haas die Stellung bekam. Ja.
Wie war denn die Vorgeschichte? Warum hat Frau Haas dich da vermittelt? Warst du schon mal auf dem Strich gegangen hier? Ja, nein. Jetzt das erste Mal? Das ist schwer, ne? Deshalb lass die Finger mal auch davon in Zukunft. Mal gut, dass wir heute kamen, ne? Ja? Jetzt freust du dich auch, ne? Ja? Siehst du? Wir wollen auch mal sehen, was wir für dich weiter tun können. Wie stehst du nun mit deiner Mutti? Nicht gut? Nein? Mit wem stehst du, zu wem hast du denn Vertrauen? Außer zu uns jetzt, bitte. Zu Frau Hase. Soll sich Frau Hase wieder um dich kümmern? Ja? Ja. Sollen wir das reinschreiben? Den Zuhälter zu greifen ist schwierig. Die Mädchen haben begründete Angst, ihn zu verraten. Wenn man ihn aber ermittelt, ist es gar nicht leicht, ihn anzuklagen oder gar zu verurteilen. Das machen wir zum Schluss, machen wir einen Zusatz für die Sozialbehörde, dass Frau Hase gebeten wird, ne, sich um sie zu kümmern und dass das Mädel möglichst in Hamburg bleiben möchte. Mit deiner Hilfe werden wir jetzt diesen Kerl zur Rechenschaft ziehen. Der dir jeden Pfennig abgenommen hat. Und dich so missbraucht und ausgenutzt hat. Ne? Die ältere und mittlere Generation der St. Pauli-Besucher füllt noch diese Striptease-Lokale. Hier wird heute alles, aber auch alles gezeigt. Die jungen Leute suchen in St. Pauli andere Attraktionen oder Räusche. Die Beat-Generation schafft sich ihre eigenen Vorhöllen. Hallo. 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 Polizei. Der Jugendschutztrupp in den Grünanlagen beim Bismarck-Denkmal, dem Wahrzeichen des Hamburger Hafenstadtteils St. Pauli. Man sucht streunende Jugendliche beiderlei Geschlechts. Ihre Zahl steigt. Die Zahl von jugendlichen Besuchern St. Paulis steigt überhaupt. Diese jungen Leute suchen hier weniger die Prostitution, sondern eher Beat und Rauschgift oder beides. Das andere ergibt sich dann von selber und kostenlos, sagt ein junger Mann. Hallo. Hier liegen die neuen eigentlichen und aktuellen Gefahren. Sie sind nicht auf St. Pauli beschränkt, sondern weltweit. Aber in Deutschland konzentrieren sie sich nirgendwo so wie hier in Hamburgs berühmtem Amüsierviertel. Ja, steh mal langsam auf, ne? Ja, Ich würde aber auch Schweden. 19 Jahre lassen wir.
Beliebte Schlupfwinkel junger Leute sind Abbruchhäuser. St. Pauli ist ein alter, sanierungsbedürftiger Stadtteil. Viele Häuser werden abgerissen und stehen schon verlassen. Die Jugendschutztrupps kontrollieren sie regelmäßig. Wissen Ihre Eltern, dass Sie sich dort aufhalten? Nein. Nein. Wann sind Ihre Eltern in Urlaub gefahren? Vor einer Woche. Vor einer Woche. Und Sie sind doch schon berufstätig? Ja. Und wo? In Dortmund. Und da sind Sie nun seit dieser einen Woche auch nicht mehr zum Dienst gegangen? Ich habe Urlaub. Ach, Sie haben Urlaub. Bis wann haben Sie denn Urlaub? Bis zum 21. Und wie alt sind Sie? 19. 19. Und sind Sie nicht mit Ihren Eltern noch Urlaub gefahren? Nein. War das Ihr Wunsch oder Wunsch der Eltern? Wir haben uns geeinigt. Sie haben sich geeinigt. Mit welcher Maßgabe haben die Eltern Sie in Hamburg gelassen? Ja, das ist so. Ich verstehe Sie nicht. Also was haben die Eltern zu Ihnen gesagt, als Sie in Urlaub fuhren? Monika, pass auf dich oder wie? Das Übliche. Mhm. Geld da gelassen und dann wollten Sie in Hamburg Urlaub machen? Oder wie? Oder wollten Sie auch verreisen? Nein, nein, ich wollte in Hamburg fahren. Sie wollten in Hamburg fahren. Aber das haben die Eltern nicht geahnt, dass hier am Pinnersberg hier... Diese drei sind minderjährig, wurden um 24 Uhr in einem Abbruchhaus aufgegriffen. Sie geben ziemlich bereitwillig Auskunft. Wie sich später herausstellt, waren die Aussagen dieses ersten Mädchens allerdings vollkommen frei erfunden. Das Mädchen wurde später in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen, wo sie von ihrer Rauschgiftsucht geheilt werden soll. Aber kein festes Hotel. Kein festes Hotel. Nein, nein. Ist Ihre Mutti zu Hause? Im Moment? Ja. Ja, sicher wird sie sein. Ihre Mutti war ein gesetzlicher Vertreter von Ihnen, ne? Ja, das ist sie. Ja. 525 ist nichts. Sie weiß, für alle drei? Sie weiß, wo ich mich aufhalte. Ja. Ich habe ihr auch erzählt, wie es da ist. Mhm. Und wo es ist, sie hat mich sogar vor kurzem hingebracht. Dort zum Pinnersberg? Ja, zum Pinnersberg direkt. Und wir bringen sie hier wieder nach Hause, aber dann wecken wir Mutti. Mhm, ne? Das lässt sich dann nicht ändern. Wovon bist du denn blass? Also, unnatürlich. Zeig doch mal deine Augen. Keine Reaktion mehr. Es gibt in St. Pauli Plätze, wo regelmäßig Haschisch-Partys stattfinden. 1969 wurden in Hamburg in 7 Monaten bereits genauso viele rauschgiftsüchtige Jugendliche festgestellt wie in den 12 Monaten des Jahres 1968. Die Dunkelziffer ist ebenfalls hoch und steigt. Was spritzt ihr denn damit? Ja, also man kann hier ziemlich alles bekommen. Hauptsächlich Opium, Morphium. Wie oft spritzen Sie sich denn das? Na, ziemlich selten. Alle 2 Wochen vielleicht. Weil ich eben, wenn ich es öfter spritzen würde, wahrscheinlich in eine zu große Abhängigkeit geraten würde. Und das möchte ich verhindern. Und was nehmen Sie sonst? Hauptsächlich Haschisch. Wie alt sind Sie jetzt? 17. Und wie lange machen Sie das schon? 1,5 Jahre etwa. Und warum? Ja, wissen Sie, andere Leute nehmen Alkohol, um sich aus dem Alltag zu lösen. Und ich nehme eben Haschisch oder sowas. Also eben rein, um aus dem Alltäglichen rauszukommen. Ich weiß nicht, also das kann natürlich zur Sucht führen, wenn man nicht aufpasst. Aber ich glaube, man hat jederzeit noch die Möglichkeit abzuspringen. Kennen Sie viele, die die Chance noch gehabt haben, wieder abzuspringen, oder? Und verpasst haben, meinen Sie? Ja, vielleicht verpasst. Ja, also mehrere. Also die kommen eben schon nicht mehr drum rum, dass sie sich jeden Tag eben 2-3 Schüsse setzen. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen? Tja, ich weiß nicht. Irgendeiner meiner Bekannten wird es mir wahrscheinlich mal gesagt haben oder so, aus reiner Neugierde habe ich es wahrscheinlich das erste Mal genommen. Und dann sind Sie dabei geblieben?
Ja, ich habe eben gesehen, dass die Wirkung besser ist als die des Alkohols. Und da bin ich dabei geblieben. Wenn man eben nicht wie beim Alkohol hinterher einen Kater bekommt zum Beispiel. Oder vom Alkohol wird man aggressiv und müde. Das wird man eben hierbei nicht. Man hat irgendwie viel mehr Sinn für Farben und Musik. Man kann sich besser darauf konzentrieren. Man kann, glaube ich, auch viel besser denken. Die gesetzlichen Bestimmungen gegen den Rauschgiftmissbrauch sind unklar, ihre Anwendung ist schwierig. Es mangelt an Aufklärung über die Grenzen, bis zu denen die Mittel relativ harmlos sind, wo die Gefahr der Sucht beginnt und wie ihr begegnet werden kann. Rauschgift hat in vielen Fällen eine verheerende Auswirkung, gerade auf Jugendliche. Ist die Welle aufzuhalten? Ja, ich bin damals, als ich ziemlich wenig Geld hatte, auf St. Pauli in ein Lokal gegangen, wo ein Herr mir anbot, Rauschgift zu kaufen. Und da ich damals sehr wenig Geld hatte, sagte ich, dass ich nicht in der Lage wäre, Rauschgift zu kaufen von ihm. Und er sagte zu mir, dass ich auch zu Rauschgift und zu Geld kommen würde, wenn ich ihm helfen würde, sein Rauschgift zu verkaufen, und gab mir Prilodin-Tabletten, Depromink-Tabletten, Captagon-Tabletten, die ich dann in einem Lokal auf St. Pauli versuchte weiter zu verkaufen. Und schließlich auch mit Erfolg. Ich verfiel dann ziemlich den Tabletten Captagon und glaube auch nicht, dass ich, wenn ich aus Hürten hier wieder rauskomme, dass ich dann die Sache aufgeben werde. Denn man findet einen Gedanken und man findet immer einen Weg, aus irgendeiner Sache herauszukommen. Und man hat immer einen festen Weg und ein festes Ziel. Man sieht übermenschlich irgendwie die Sachen. Man kann alles mehr beurteilen. Man kann Sachen voraussagen, die ziemlich genau zutreffen. Und ich finde es ziemlich gut. Also, wenn ich meine Arbeitsstelle kriege, wenn ich 18 Jahre werde, und in einer Nacht bearbeite, so wie ich es mir vorstelle, werde ich höchstwahrscheinlich versuchen, die Sache aufzugeben. Aber ich glaube nicht, dass es mir hundertprozentig gelingen wird.